Wie benutze ich jetzt das hier? Oh, einfach anklicken. Alles klar. Und da war die Lok grün. Ja, schon cool irgendwie. Also wenn ich einen Wunsch hätte, dann hätte ich ein bisschen mehr Horrormusik hier im Spiel. Morgen ist der letzte Urlaubstag. Naja, hoffentlich hast du den Urlaub, den du gehabt hast, das gut genutzt. Ich hab gar keinen Urlaub gehabt. Nur die ganz normalen Feiertage. So, da vorne ist eine Weiche. Die ist falsch. Ich möchte hier nach rechts. Oder? Ja. Und dann da vorne nochmal. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal zu dem Typen da runter. Oder fahren wir noch ein kleines Stück? Was ist das für Musik? Kommt er jetzt? Sehe aber nichts. Soll ich jetzt wirklich da runterlaufen? Ah, Risiko. Wir gehen da runter. Haben wir noch so ein Papierteil? Also dann, alle vorne, der hat uns die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier im Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen. Ich fordere den Hügel hinauf zu den Gleis zu transportieren, wo Theodor und Eddie zu an verschiedenen Orten liefern, an denen wir Bergbau betreiben können. Diese schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Waren solch ein Risiko, also Waren so ein Risiko eingeht. Ah, das ist der Weg nach unten. Abkürzung. Das war ein Fehler. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Holy shit. Das war eine ganz schlechte Idee. Kommt er jetzt? Hm. Oh, das ist eine Mission da unten. Probier's nochmal. Come on. Alter, wo ist dieser NPC? Da ist er. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Fuck. Ja. War auch eine doofe Idee beim zweiten Mal. Gut, ich würde sagen, wir fahren weiter. Bin ich immer noch? Wo bin ich jetzt? Immer noch da, okay. Ja, los geht's. Ich glaube, wir schauen da später mal vorbei. Schnell weg hier. Was er voll aus dem Nichts, da konnte ich echt nichts machen. Ach, die Musik kommt nur, wenn Charles in der Nähe ist. Okay, also Gruselmusik nicht aussteigen.
Ah, da hinten, glaube ich, sehe ich schon ein Gebäude, oder ist das die See? Ich glaube, wir bleiben hier stehen. So. Schrott einsammeln. Okay. Oh. Oh, geil. Ganz viel Schrott. Nice. Alles mitnehmen. Es sieht nach einer geilen Waffe aus. Moin. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Boah, sie kriegt jetzt schon einen Raketenwerfer. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Alles glaube ich. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Bin ich dafür. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Ja, wenn's nur das ist. Also sonst irgendwelche Goodies, die ich bei dir mitnehmen kann? Yes. Einmal Schrott. Und ein Zettel. Ich frage mich, ob Warren uns und unsere Familie in diesen Drecksloch gelockt hat, damit wir für immer hier bleiben oder um Informationen über seine Geschäftspraktiken vom Festland festzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Ich freue mich schon darauf. Okay, das wäre Teil 1. Und hier oben, so wie es aussieht, ist die Hauptmission. Ich vermute mal, wir kriegen dann einfach wieder so einen Schlüssel. Moin. Warum hast du auch wieder kaum was an? Was ist denn los mit den Leuten hier? I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Ah, doch. Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Mittlerweile sind es nur noch 2. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all 3. And use them to bait Charles so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Okay. Also. Okay, das ist doch ganz da oben. Was? Und da ist dieser Bunker und da hinten optionale Mission. Ja, also nachdem wir schon mal hier unten sind, gehen wir auf diese optionale Mission dahin. Schauen, was es da hat. Ich glaube, einfach nur dem Pfad hier folgen. Was noch mehr Schrott hat. Sehr nice. Das könnte eigentlich auch so ein Studentenprojekt sein, das Spiel. Ein Leuchtturm. Jetzt erstmal umsehen. Dankeschön. Da hat es ein Bootshaus und einen Steg. Ja. Was ist das? Hat doch jetzt bestimmt irgendwas mit der Mission zu tun, die wir hier gleich bekommen. Bitte bring Paul eine Kopie. Ich ging nach draußen, um den Leuchtturm routinemäßig zu überprüfen. Als ich um die Ecke ging, sah ich diese Bestie, Charles. Er deckte mich und stürmte direkt den Hügel hinauf in meine Richtung. Dieser Spinnenzug ist ein abscheuliches Monster. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Bern will, dass wir auf Aranareum bleiben, anstatt vor der Bestie zu flüchten. Waren es verrückt?
wenn er denkt, er könnte mit dieser Sohn allein fertig werden. Jedenfalls überfuhr mich Jas und trappelte auf meinem Bein herum. Ich kann an dem bevorstehenden Treffen nicht teilnehmen und habe Greg gebeten, eine Kopie deiner Notiz mitzubringen. Ja, wenigstens hast du überlebt. Moin! Ja dann. Du schaust echt nicht gut aus. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. In den 20 Minuten, wo ich auf der Insel bin. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Ganz ehrlich, du brauchst ein Erste-Hilfe-Set. So, also der Schuppen in der Nähe, also da wird es der hier sein, vermute ich mal. Okay, 1, 2, 3, ja. Schau mal da. Yes, noch mehr Schrott. Kann ich schwimmen gehen? Nö. Alpha-Band. Wirklich herausfordernd ist es bis jetzt noch nicht. Abgesehen von den Quicktime-Events. Okay, mir funktioniert. Was? Nicht mal ein Rätsel? Okay. Das ist also das Rätsel. Okay, das. Es ging ja mal schnell. Okay. Moin, hab's gefixt. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Here are those scraps I promised. Dankeschön. Okay, wieder Retour. Da hinten. Ne, ist kein Schrott. Oh, den habe ich komplett übersehen beim Herlaufen. Sollen wir da jetzt fahren zu diesem Bunker oder hingehen? Ja, ich glaube, wir können da einen kleinen Moment fahren. Ciao! Muss ich da hinten, oder? Was ist das? Bleibst du stehen, bitte, danke. Ist das hier? Ja, das ist hier, wo die ganzen Gefahrenzeichen sind. Oh, sag jetzt bloß, ich muss jetzt aufpassen, wo ich hingehe. Okay, ich konnte das einfach mitnehmen. Ah, da ist noch Schott. Da wieder. Schaut, wie die Gegnersituation jetzt hier ist. Moin. Oh, shit. Okay, dafür war das gut. Wow, ich bin doch extra weggestanden. Warum krieg ich doch... Ah, nicht hinterfragen. Sag mal. Okay, sonst noch irgendwas? Nee. Da kann man nichts machen. Also 1, 2, fehlerhaft, 13 Sekunden Flug, Erfolg. Cool. Ja, dann gehen wir wieder. Und wenn da wieder mal so Explosionszeugs ist, dann
Schön weit wegstehen. Cool, man sieht das Licht auch von hier. So, ich hätte jetzt gerne die Waffe, bevor er wieder kommt. Moin, schau mal. Launcher ist in complete working order, so I'll let you take it from here. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Nice. Neue Waffe. Sehen wir noch die alte. Ah. Schaden maximale Reichweite, kaum was. Ah, okay, einfach anklicken. Nice. Ja, okay. Das macht Laune. So, Missionsplan. Weiterfahren. Das wäre optional. Erforderliche Mission Grad 2. Also eigentlich können wir jetzt eine ganze halbe Ewigkeit fahren. Eine Weiche. Zwei Kreuzungen. Okay. Los geht's. Das wird doch bestimmt reichen, damit er uns doch einmal angreift. Ich könnte eigentlich wegen Upgrades nochmal gucken. 10 Schrott. Tempo, glaube ich, ist jetzt nicht so mega wichtig. Wir gehen mal 1 und machen hier weiter. Ja, wir sparen noch ein bisschen. Also Schwierigkeiten konnte ich ja auch keine einstellen. Ich glaube, es gibt nur eine. Hä? Warum hältst du an? Wartet das jetzt schon zu weit rausgehen? Ja, das war jetzt ich. Die Weiche ist da falsch. Glaube ich. Wir müssen ja nach rechts hier. Das ist, glaube ich, genau die Abkürzung hier in der Mitte. So. Einmal umlesen, bitte. Dankeschön. Ah, fuck. Ich stehe auf der Weiche. Oh, Filme und Züge, Liebste. Ja, dann ist das perfekte Spiel für dich. Es ist ja gar nicht mal so ultra-trashy. Oh, da war der Försterbetrieb aber fleißig hier. Ich glaube, Charles hat Angst vor mir. Oh, fuck. Von wo? Von wo? Wow, wow, wow! Holy shit! Schieß, schieß, schieß! Fuck, 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 fuck! Nein, scheiße! Okay, die lädt echt langsam nach. Alter, Gott sei Dank. Da war die Kiste. Scheiße. Geh raus. Rückwärts.
Okay, nachdem er jetzt angegriffen hat, gehe ich mal davon aus, er braucht einen Moment, bis er wieder kommt. Ist jetzt alles safe? Ich gehe mal davon aus. Yes. Nice. Shot. Wie viel Schaden haben wir jetzt genommen? Was? Sind wir 47 runter? Okay. Panzerung hat absolute Priorität. Und vielleicht Geschwindigkeit. Schadenreichweite, Verlangsamung, Schussrate. Ich glaube, du bist irgendwie die bessere Waffe. Man muss einfach zwischendrin vielleicht wechseln zwischen den Waffen. Oh, was ist das? Was ist das hier? Oh, das ist schon da, wo wir hin müssen. Sind wir ja doch schneller gefahren als gedacht. Noch eine Kiste. Boah, fuck. Wobei, ich habe ja... Hey, ich glaube, das wird eine gute Taktik. Einfach die Leute hier zur Lok bringen. Und dann niederballern. Nice. Ich glaube, ich lasse die Lok so stehen. Passt eigentlich ganz gut vom Winkel. Jetzt stehen die auch noch draußen. Mehr? Schrott? Fragezeichen? Yes. Das klang jetzt ziemlich brutal. Das ist ein Klangsprung. Oh, noch mehr Schrott. Bis davon dürfte der... Oh, vielen lieben Dank für den Sub. Freue mich immer. Also definitiv nach links rein. Wir gehen erstmal gerade weiter. Ah, und da geht's dann vermutlich wieder raus. Fuck. Weg. Und tschüss. Ich war ja gar nicht. Kommst du mir hinter? Wow, fuck. Stop right there! No, kein Interesse. Ich sag dir mal, die Lok, die finde ich super. Das gilt aber auch für dich. Das ist schon ein bisschen dämlich, aber solange es funktioniert. Eigentlich müsste man so durchlaufen, dass man irgendwie alle Gegner triggert. Dann lauft man zur Dampflok und ballert sie dann da nieder.
Warum haben wir auf der Lok so eine mega fetten Waffen, aber wir haben nicht mal eine Pistole? Shit, ist da noch ein zweiter? Oh, Kiste. Ich glaube, die werde ich jetzt erstmal auslassen, solange ich hier drin bin. Wow, fuck. Weg. Ey, ich hab's mir schon so gedacht, dass das passiert wird. Geh auf. Hopp, rüber. Weg. Hab ich auch vor. Es sind schon 2 von 3. Ich dachte, wäre noch ein bisschen längeres Gameplay. So, ab zur Lok. Aber bist du. Nice. Das war's. Okay, Update auf der Karte. 2-mal erforderlich. Ja, dann fahren wir mal. Ich glaube, bis nach dieser Brücke. Also, ich glaube zumindest, das ist eine Brücke. Was ist das? Charles! Moment einmal. Das. Moment. Dauershot. Das nehme ich mit. Das ist ja noch mehr. So, können wir das upgraden? 20. Ja, geil. Level 9. So, und jetzt hier nach der Brücke. Okay. Ich vermute mal, es ist das Haus hier. Was? Arenia? Municipal Building. Interessanter Teppich. Hallo? Jemand zu Hause? Okay, was haben wir hier? Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hat Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist. Und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, dieses Biest zu verprügeln, Abstand zu halten und Charles' Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein, dann können wir ihn und den Jäger mit den Schlüsseln und anderen gesammelten Vorräten versorgen. Wir wollten niemals so hart gegen Varian und die anderen Bergleute vorgehen, aber er ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Varian wird uns nicht im Weg stehen. Gute Einstellung. Hallo? Ach, da ist ja jemand. Noch ein Zettel. Ich observiere dieses Gebiet schon tagelang und Charles hat diese alte Holzbrücke noch kein einziges Mal überquert. Diese Bestie ist gerissen und weiß, wie gefährlich das ist. Doch vielleicht ist er einmal wütend und verzweifelt genug, dass er während einer Verfolgung einmal darüber fährt. Und dann boom. Wir verwenden Johns Bomben, um das Teil in die Luft zu jagen. Und Charles fällt mit dem Gesicht voran in die Schlucht. Wenn ihn die Explosion nicht tötet, dann mit Sicherheit der Sturz. Klingt schon mal nach einem Schlachtplan.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.